Ja, und somit willkommen zurück zu Error Horde. Weiter geht's hier in dem Dungeon. Der dritte ist es hier. Und meine Frage ist jetzt, wie kommen wir zum Boss? Oh, ich habe mir die Videos angeschaut. Von mir selbst mal. Aber man kann die Fässer sogar, ja, wirklich hochheben. Und somit sich den Weg dann bahnt. So, eine große Truhe gibt es noch zu holen. Ich denke mal, ich weiß auch wie. Wir haben hier diesen Schalter. Hier öffnet sich dann dieser Weg. Oh, hau da ab, ey. Ich hab doch Schild gemacht. Fängt schon gut an. Da will man einfach von vorne starten. Dann nehmen wir mal die Herzen mit. So. Auf ein neues. Willkommen zurück und so weiter, ne? Bla bla bla. So. Hier haben wir nämlich einmal diesen Schalter. Schnell aktivieren. Dass ich hier durchkomme. Zack. Dann diesen schnell aktivieren. Damit ich hier und hier lang komme. Dann macht auch keinen Sinn, wenn ich den auch hochhebe, wenn ich dann getroffen werde. Okay, jetzt müssen wir auch schnell sein. Hier gibt es nämlich diesen Schalter, der ziemlich langsam ausgeht. Das heißt, wir haben dann jetzt richtig viel Zeit und können damit hoffentlich jetzt zur Truhe kommen. Die sind nämlich unten. Hier oben war ja auch noch so ein Weg. Ja, die sind auch unten. Sehr schön. Ein paar Gegner, okay. Ich möchte den heute auf jeden Fall ab. Cool. Du hast ein Adamantit-Schwert gefunden. Es sieht altmodisch aus und trägt die Familieninschrift Dimitrios. Okay, neues Schwert. Ist in Ordnung, ja? Also. Bringt mir nichts, wenn ich dann getroffen werde und sterbe. So, jetzt müssen wir nur noch den Weg zum Boss finden. Ah, Moment. Wir können ja jetzt zu dieser komischen Maschine oder so der Vorrichtung. Vielleicht passiert da ja was. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch was vergessen habe. Da geht schon mal nichts. Wir brauchen ja hier Wasser, Alter. Wir haben ja zwar diese scheiß Flasche. Aber mit der kann man ja auch nicht genug Wasser herstellen. Ja, hier müssen wir irgendwas machen. Und selbst das hier geht nicht aktiviert. Okay. Ich will jetzt nicht nochmal die ganzen Dungeons durchlaufen. Großen Schlüssel habe ich. Das heißt, wir könnten zum Boss. Aber wir müssen erstmal den Weg suchen.
Wieso kommt er jetzt da auf einmal nicht rüber? Ey? Aber kann man damit vielleicht die Dinger zerstören? Nö. Nein, nicht hier, wo wir sterben werden. Oh, ein Gegner hier noch. Ich habe auch keine Boss-Tür gesehen. Ja, und hier war der große Schlüssel. Dann können wir uns hier teleportieren. Ne, das bringt nichts. Hey, man läuft da gar nicht gegen und wird trotzdem getroffen. Das ist ganz komisch. Okay, dann müssen wir jetzt die große Tür suchen. Oder zumindest irgendwie mehr Wasser besorgen. Jetzt hier nochmal durchlaufen, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Das ist ja alles nicht aktiviert. Und die da oben komme ich auch nicht hin. Sind wir denn echt stärker geworden durch das Schwert? Okay, ich suche mir jetzt irgendeinen Weg, weil jetzt hier nochmal durchzulaufen, den ganzen Dungeon, macht ja gar keinen Sinn. Wir sehen uns sofort wieder, let's go. Ja, ich denke mal, ich habe das jetzt herausgefunden. Diese komischen vier Dinger sollen wir mit Wasser füllen. Ja, das kann man ja auch nicht wissen, genau. Man hat versucht, in der Mitte irgendwie Wasser reinzupacken. Interessant. Ja, es ist auch noch hier so dunkel, ne? Es klingt, als wäre etwas aktiviert worden. Ja, die Teleporter jetzt. Oh, du hast es hingekriegt. Gut gemacht. Fremder. Diese Flasche, sie ist vielleicht eine Legende. Wenn du jemals die Geschichte gehört hast, was mit dem Al-Kashmiri-Becken passiert ist. Wie auch immer, danke, aber ich glaube, das hier ist nur für mich. Ich glaube ja nicht. Also wir könnten das hier wieder aktivieren. Okay. Aber wir teleportieren uns jetzt hier. Okay, wieso geht das jetzt nicht? Ist das jetzt sein Ernst? Mal raus, dann wieder rein. Jetzt hat er so ein hellblaues Teleporter. Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Hä? Wollte mich jetzt hier irgendwie veräppeln? Okay, ich versuche mal ein anderes. Es hat ja zwei aktiviert. Das andere ist dann hier. Aha. Ja, sehr schön. Und somit kommen wir dann wahrscheinlich zum Boss. Man zurück wahrscheinlich. Okay, ich probiere mal den Teleporter kurz aus.
sagt man den Schlüssel noch nicht haben, kann man hier zurück. Komm mal hier hin, ja. Von hier geht's dann weiter dahin und dann wahrscheinlich da, wo ich gerade eben beendet habe. Den Raum, ja, genau. Aha. Haben wir das jetzt auch gelüftet? Aua, dreh dich doch um. Brauchen wir jetzt die Flasche beim Boss? Passiert nichts. Auf! Passt perfekt, ja. Lord, Vessel, wer bist du? Du bist wohl auch wegen Steins gekommen. Muss ich auf ihn werfen. Okay, man geht sehr schnell K.O. Wir sehen uns beim Boss wieder. Let's go. Okay, let's go. Einfach diese Dinger auf ihn werfen oder vielleicht sogar eine Bombe hinschmeißen. Mal schauen. Ich brauche auf jeden Fall eine Energie. Dankeschön. Ah, hör auf damit! Ich denke ja nicht dran. Ich muss mich kurz aufladen. Gibt er noch seine Hand weg? Okay, der interessante Boss dann. Ah, wenn ich getroffen werde, dann gibt mir die Powder. Dieses Fass selbst weg. Oh, der Stein gehört mir. Okay, wenn der Spinne kommt, auf die Steine von oben? Interessant. Nun sterbe ich? Hatte ich nicht noch ein Herz? Hä? Ein Treffer und der zieht irgendwie so zwei Herz ab oder was? Okay, let's go. Okay, dann nochmal. Ist ja blöd, lass doch nicht fallen. Ja, wie schnell ich sterbe, Alter. Zwei Treffer, ich bin weg. Das ist ja richtig krank. Oha. Na, nicht aufladen, ist ja blöd. Ja, einfach ausweichen erstmal. Ich hasse den, der ist jetzt schon tot, ey. Ja, komm, komm, fick mich, ja, geil, schön. So stirbt man doch gerne. Also nicht dagegen, cooler Alter, ist doch blöd, der Junge. Ausweichen, bis er fast hochgehen kann, ne? Dauert so in Ewigkeit, ne? Okay, drei Treffer, dann kommt das hier. Mit der Hand wahrscheinlich. Ah, das Schein gehört mir. Ja, komm. Ah, nicht auf mich, Alter. Hau ab. Letzter Trank. Wenn wir schnell sind,
Haben wir den besiegt, ey. Oh. Nein. Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Lord Not heißt du jetzt. Das ist noch nicht vorbei. Wie traue ich mich gerade nicht vorwärts? Ja, doch, so ein Fragment. Sehr schön. Eigentlich der bisher der einfachste Boss. Dreimal treffen, dreimal treffen, dreimal treffen, zack, weg. Du hast ein Fragment des Druidsteins gefunden. Eine Woge der Macht und ein kalter Schauer durchlaufen deine Wirbelsäule. Gesundheit ist gestiegen. Ich fühle mich vollständiger. Aber noch nicht vollständig genug. Was willst du also? Frieden? Der Reichtum des Landes? Macht? Ich gebe dir alles. Auch Geld? Ich brauche mehr Herz, das reicht mir schon. War gerade eben zwei Treffer und ich war, glaube ich, weg immer. Ah, Mama Mia! Also jetzt sind wir mit dem Schwert stärker geworden oder nicht? Boah, ich schätze das Ding, Alter. Ach, hier könnte man jetzt Wasser auffüllen. Mal diese scheiß Biene weg. Hau ab! Ja, viel zu viele Gegner, ja. Oh! Ein Halbrunden. Wie man es bei den Zelda-Spielen kennt, so eine Fee. Hier mache ich einfach Wasser rein und bekomme meine Energie. Ja, cool. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwo lang kommen, wo wir das Wasser brauchen. Hopp. Vorher laufe ich mal hier noch durch die Gegend. Wir haben hier ja noch nicht alles erkundet. Ich bin Freund. Bretonische Wache. Auf wessen Seite stehst du? Was machst du hier draußen? Die Emma verstehen wirklich nicht, wie wir leben oder unsere Bereitschaft für die Freiheit zu kämpfen. Freiheit! Darf ich da rein? Nein? Aber ich bin doch ein Freund, lass mich rein. Dann muss ich mit dem reden. Pinky, du hey, was machst du hier? Wir können nicht mehr mit dem die ganze Zeit reden, okay. Und da komme ich jetzt leider nicht hoch. Wäre schade. Naja, wir erkunden noch kurz hier. Kann man die nicht blühen lassen? Nee. So vertrocknet sind die aus. Sehr mysteriös hier gerade. Ein Herz, lass mich das Herz mir gönnen. Okay, da geht's rein. Gibt's hier noch einen Ausgang? Weil links habe ich auch noch so eine Treppe gesehen. Lord Not's Fault. Hier kann ich nichts machen, nichts verschieben oder so. Darüber komme ich auch nicht. Vielleicht brauchen wir ja noch weitere Schnürsenkel. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass da noch was war. Das Herz kriege ich auch nicht. Warst du nicht gerade im Dungeon? Sieht so verdächtig aus hier. Ich sag doch, wir werden bestimmt noch klein. Oder irgendwas anderes hat das bedeuten.
Okay, auf der Karte laufen wir jetzt da zu dieser Quelle. Okay, let's go. Wenn ich hinkommen sollte. Okay. Na, reicht. Hau ab. Hi, wer bist du? Kripperi Quip, dieses dreckige Schwein. Oh, hallo. Tut mir leid. Ich meine nicht dich. Ich heiße Kripperi Quip, deinen Dienst. Nun, ehrlich gesagt, musst du mir einen Dienst erweisen. Es ist nur ein kleiner Gefallen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich werde dich gut entschädigen. Ausgezeichnet, ich bin hinter einer bestimmten Ware her und ich scheine mehr abgebissen zu haben, als ich kauen kann. Faune wie ich genießen die Kunst der Tarnung mehr als alles andere. Oh, Tarnung wäre gut. Könnte ich da vielleicht links bei diesen kleinen Wachen vorbei? Bei mir scheint das nötige Werkzeug für diesen Job zu fehlen. Ganz in der Nähe, in den von Kobolden besetzten Pyramiden befinde, durch einen Apparat, den ich für meine schändlichen Aktivitäten benötige. Wie auch immer. Wenn du ihn für mich holst, gehört dieses äußerst seltene und wertvolle rote Perle dir. Mhm. Und in dieser Pyramide war ich ja. Aber nur in der einen, in der anderen nicht, ne? Okay, dann werden wir jetzt hier mal Feierabend machen. So ein bisschen ausruhen. Mal schauen, wo es dann beim nächsten Mal hingeht. Ich herzlich fürs Zuschauen. Sagt nur, ich bin auch aus der Fitness-Chat und ciao.